ist nicht gerade Bahnhof Buffet. Es ist immerhin noch das Palas. Hey, natürlich viele Jahre nicht gemeint, ich arbeite es, oder? Das ist für mich das erste Mal, dass man ohne Druck arbeiten kann, so wie man gerne will. Und das ist so etwas Schönes. Da habe ich einfach 40 Jahre gearbeitet, bis ich das bekommen habe. Das Mühe, ein bisschen Tabasco. Ja. Kann ich haben, bitte? Ein bisschen Säure. Kaum ein Gericht verlässt Franz Fee seine Küche im Palace, bevor er es nicht probiert und abgesegnet hat. Ich koche wenig. Ich gebe einfach nur so hin. So. Du da schauen, wegen dem, dem. Du hier schauen, wegen diesem, diesem. Weil ich laufe nicht mit geschlossenen Augen in die Küche. Ich sehe Gingert. Spinat gut abgeschmeckt, Salz, Pfeffer. Der Franz Fee hat in renommierten Küchen auf der ganzen Welt geschafft. Eine lange Zeit davon auch in asiatischen Ländern. Auf der Karte der verschiedenen Restaurants im Haus sind 140 verschiedene Gerichte. Das interessiert die Gäste aber meistens herzlich wenig. Von 100 Bestellungen sind 10 aus dem Menü und 90, was die Gäste wollen. Es ist eine Herausforderung, aber manchmal geht es dir also auf den Sack. Siehst du, jetzt, das hier hat vor 2 Minuten noch gelebt. Das Gericht habe ich schon eine Stiftung gemacht. 40 Jahre her. Und es ging noch da. Vor 40 Jahren hat Franz Fee hier nämlich im Palast die Lehre gemacht. Seit 5 Jahren ist er zurück als kulinarischer Direktor. Als ich Teenager habe ich gesagt, hier komme ich mal zurück in eine größere Position. Das Schönste ist einfach mit dem Besitzer zu arbeiten, weil das Vertrauen, das wir haben, ist für mich genial. Die Faszination für das Haus ist ihm praktisch in die Wiege gelegt worden. Mein Vater hatte ein Fotogeschäft hier und das war der Hoffotograf vom Palas. Das war der Einzige, der Fotos machen durfte im Palas, draussen im Restaurant bei den Gästen. Der Job hat seinen Vater gemacht und vor dem seinen Grossvater. Der Franz Fee hat dann aber den Kochlöffel am Fotoapparat vorgezogen. Zutaten für seine Gerichte sucht er, wenn immer möglich, selber aus. Und am liebsten hat er es regional. Der Metzger, den ich habe, er macht sehr viel für mich. Ich habe das Fleisch ein bisschen anders zugeschnitten, anders gemacht wie die anderen. Aber ich zahle auch ein bisschen mehr, ist mir gleich. Weil ich will einfach meine Qualität, die ich will. Und da bin ich relativ stur. Für ihn war schon immer klar, dass er als gebürtiger Gestatter einmal zurück in die Heimat will. Grüß Gott miteinander. Durch das, dass du heimisch bist, kennst du natürlich die Väter von ihnen. Und jetzt haben die natürlich das Geschäft von den Eltern übernommen. Die Jungen kennen schon. Das ist schon ganz anders arbeiten, oder? Du hast das Telefon oder nein, die Sache geregelt. Auf die Wünsche des renommierten Koch geht die lokale Bauernmetzger natürlich gerne ein. Das hat es früher nicht gegeben. Dann einfach mal gefragt, können wir die nicht so machen, dass ich nicht muss importieren von Kanada oder von Amerika, wo alles mit, Hormon, Antibiotikum und alles behandelt ist. Und hier haben wir einfach ein reines Stück Fleisch. Aber dass man Qualität nachher so bekommt, wie ich sie will, da musst du sie einfach hängen. Für morgen kannst du mir kurze Kalbsteak, Kalbsfilet und 6 Rindsfilet noch auf die Seite tun. Als sein Vorgänger pensioniert worden ist, hat er den Job als kulinarischer Leiter im Palast gekriegt. Es gibt viele Nieder. Und viele haben das nicht verstanden, dass ich die Chance bekomme, das zu machen. Ich habe natürlich viele Jahre nicht gemeint, ich arbeite es, oder? Aber ich habe der Andrea, der Patro, ging hinter mir und hat mich unterstützt. Und so konnte man das ganz einfach machen. Heute, 5 Jahre später, ist er angekommen. Schön glasig, gell? Und er will frischen Wind in die Palastküche bringen. Jeder von seinen Köchen soll sich einbringen können. Nur mal schön drüber nappieren. Das war früher anders. Früher war es Diktatur. Der Chef hat gesagt, was es gibt. Das war so. Vor 5 Jahren war das noch gleich. Ich gebe einfach die Leute die Chance, sich selber zu verwirklichen.
Jeder, der eine Idee hat, kann die reinbringen und das übernehmen ins Tagesmenü. Sie fühlen sich wichtig, sie fühlen sich im Team. Es ist keine Diktatur, es ist wirklich ein Zusammenarbeiten. Wenn man wirklich ein Arschloch ist gegenüber den Mitarbeitern, dann findest du keinen. Nach 40 Jahren ist er da, wo er immer sein wollte. Zurück daheim in seinem Palast zu Gstaad. Und ist es wirklich der Traumjob? Oh ja, ich würde morgen wieder anfangen. Wieder hier, so als kleiner Bub.